So, noch ein Versuch. So, diesmal hat es auch geklappt. Zum Glück. Das war leicht. Aber stimmt, diese dunkleren, roten Orks, die waren einfacher als die gelben. Fragt mich nicht wieso. Hier ist wahrscheinlich wieder schwarz. Nichts. Gibt es da was Feines? Nee, nur ein Kerl mit grünen Augen, der grünes Gestein abbaut. Grimstone. Und Wind läuft nicht weiter. Oh, ich erinnere mich. Ich habe keine Ahnung, wo wir. Nein, wir müssen erst hier hin. Dazu kann man nur sagen, eigene Dummheit. Und er ist auch nicht gerade schlau, wie man sieht, denn er könnte ja auch einfach hierher kommen und uns töten. Ja, und genau das macht er jetzt doch. Na, so. Ja, und ich merke schon, dass ich. So. He is dead und ich habe nur noch 11 Heiltränke, aber egal, das reicht. Ich weiß gar nicht mehr, was wir jetzt genau machen. Ich bin irgendwie im Spiel, im Kopf viel zu weit vorne. Die Steine sind schön, nicht wahr? Ich finde die nicht irre, die leuchten so schön. Die Leute hier haben alle grüne Augen. Die sind alle von diesen Steinen besessen. Zu spät. Ja, diese Special Moves haben einen Nachteil. Sie brauchen ewig. Und deswegen lade ich jetzt. Um es anders zu machen und trotzdem zu sterben, weil ich nicht sehe, was ich mache. Weil hier so wenig Platz ist. Gott. Ich weiß schon, warum ich das nicht mag. Oh, und er läuft einfach weg, auch gut. Kein Heiltrank, Manno. Ah. Ich erinnere mich. Da kommt später. Lasst euch überraschen, was da später kommt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Mann, nein, ich lade. Ja, Leute, tut mir leid, ich bin gerade echt schlecht. Wo komme ich her? Oh mein Gott, sagt nicht, ich habe nicht gespeichert, nachdem ich den umgebracht habe. Egal, das war ja jetzt nicht allzu schwer. So, und das, was ich machen wollte, mache ich jetzt. Ich habe keinen Platz mehr. Ja, du hast nie Platz. Das Schwert können wir uns ja später wiederholen. Ich habe keinen Platz mehr. Ach, leck mich. So. So, alle hier bitte. Kommt zu mir. Put, 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 alle herkommen. So, einer ist schon mal tot. Und ich habe keine Flammen mehr, fällt mir auf. Oh, guck mal, da liegt eine Schnauze.
schieß ihm die nicht in die Eier. Doch jetzt. Der ist irgendwie nicht in den Eiern gelandet. Wie mache ich das jetzt ohne... Oh, ich habe einen Pfeil aufgesammelt. Ja, und ich renne und ich renne und ich renne. Springe dann hier rauf. Wie viele waren das? 4 Stück? Mir fällt gerade auf, dass keine Musik an ist. Das passiert irgendwie öfters, wenn ich speichere. Ja, versteck dich ruhig. Ja, scheiße. Nein, ich kann die Pfeile nicht einsammeln. Wie schön der andere da wartet. Jetzt habe ich sein Bein abgehackt, dabei wollte ich eigentlich seinen Körper kaputt hacken. Ich mache meine Waffe gerade unnötig kaputt. Nur weil ich meine Pfeile zurückhaben will. Ach, scheiß drauf. Egal. Mal. Hallo? Ich kann doch nicht einfach die Falle durch seinen Körper durchschießen. Und jetzt habe ich daneben geschossen. Echt doof, Link. So, mal gucken, wie viele Falle ich. Wie viel habe ich eigentlich noch? 24. Gucken, wie viele ich wieder eingesammelt bekomme. Für den Versuch werde ich da jetzt auch runterrutschen müssen. Ach, toll. Mir sehr viel gebracht. Wisst ihr was? Bis gleich. Okay, ich habe nicht einen einzigen Fall wiederbekommen, aber egal. Und ich denke, dass ich gleich mal aufhören werde. Denn ich hatte eigentlich Lust zu spielen, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt übrigens ein Kanaldesign, den ich wahrscheinlich noch mal ändern werde. Ihr könnt mir gerne sagen, was ihr davon haltet. Ich mag ihn eigentlich, bis auf Blade, die sieht da ein bisschen merkwürdig drauf aus. So, und da ich das bisher irgendwie kann, mache ich hier Cut. So, und da bin ich wieder. Oh, und da erwartet uns schon ein Ork, der sich sogar ducken kann, wenn er sieht, dass wir ihn von hinten schlagen. Oh Mann, und ich fange schon an und sterbe schon. So muss das sein. So gehört sich das. Man fängt gerade an und stirbt schon. Oh mein Gott. Oh, bin ich irgendwie gerade... Das ist nicht wahr. Mir fällt gerade zum ersten Mal auf, dass ich die Röcke mag, die tragen. Oder Röcke, kann man das so nennen? Oh, habe ich zufälligerweise... Oh mein Gott, ich habe hier fast gar nichts mehr im Inventar. Was... Ups. Wie schleicht man denn nochmal? Das muss ich jetzt erstmal... So schleicht man. Und so, ne? Ja. Gucken wir mal, was es hier so Feines gibt. Ich
Da sind bestimmt Heiltränke. Oh, Entschuldigung. Aber ich glaube, wenn ich die kaputt mache, wecke ich die beiden Idioten hier auf. Deswegen schleiche ich hier einfach mal weg. Tschüss. Denn ich denke, ich habe... Naja, genug Heiltränke kann man nicht haben, aber es sollte doch reichen, hoffe ich. Und wenn nicht, dann lade ich eben so lange, bis ich tot umfalle. Weil ich so alt bin und ich es immer noch nicht geschafft habe, dieses Spiel zu spielen. So, was gibt's hier Feines? Hier ist auch ein Wartog und der ist sogar schon aufmerksam geworden auf mich. So, tot. Und ich habe schon wieder Leben verloren. Und wieso ist keine Musik an? Oh. Obwohl der gar nicht so gut ist, glaube ich. Aber egal. Kann mir das mal jemand erklären, wieso die Musik immer aus ist? Das ist doch nicht wahr. Oh, das ist ein tolles Schwert. Und du hast keinen Platz mehr. Ja, wer hätte das gedacht? Was ist das? Haltbarkeit 50 von 75. Wo kommst du weg? Das mit der Musik ist echt nicht normal. Und wie soll ich die denn jetzt einpacken? Du kommst weg. Verzichte ich eben darauf. Wie gut bist du denn? Ein Schuppenpanzer. Und wie viel kannst du mir bieten? Halt, Waffenstärke 30, Haltbarkeit 100 von 100, Waffenstärke 20. Das ist nicht schlecht, dann behalte ich die mal. Vielleicht sollte ich die mal... Nee, ich heb mir die für später auf. So. Jetzt kommen wir hier nicht mehr lang, weil dieser Dickarsch hier den Weg versperrt. So, schon besser. Und jetzt laufen wir zurück. Und ich habe vergessen, wo es lang geht. Hier geht's lang. Ja, ich weiß, das Fass habe ich im vorherigen Part kaputt gemacht, aber ich habe vergessen zu speichern und musste vorspielen. Das mit dem Speichern muss ich mir echt nochmal irgendwie... Weiß ich auch nicht. Ich klebe mir bald einen Zettel an den Monitor. Abspeichern. Ah, ist das jetzt schon... Nee, noch nicht. Das kommt gleich. Ihr erkennt aber wieder, wo das ist. Ich hoffe doch. Solltet ihr. Da, wo ich jämmerlich gestorben bin und meine Pfeile nicht zurückbekommen habe. Bin ich da gestorben? Ich weiß es nicht. Aber ich habe trotzdem jämmerlich versagt. Komm her. Toll, wie ich treffe. Toll, wie ihr einfach wegrennt. Und toll, wie ich... Wie gesagt, treffe. Und wehe, du spuckst einen Trank aus, der runterfällt. Dankeschön. Blutspuren. Ich verstehe es nicht. Wieso ist hier keine Musik? Was hat die Musik gegen mich? Oh, guck mal. Da hängen Leute. Nackte Leute. Und ich kann aber nicht sagen, ob das Männlein oder Weiblein ist. Sieht aber aus wie zwei Männlein. Tja, obwohl, könnten noch. Sieht eher aus wie ein Weiblein? Ah, nee, Männlein? Ich habe keine Ahnung. Es sieht undefinierbar aus. Oh, und ich glaube, hier kommt einer. Ja. Hier kommt der allererste schwere Gegner, für den ich wahrscheinlich 20 Mal am Stück sterben werde. Aber, nun gut. Wozu gibt es die Speichern- und Ladetaste? Toll, wie das klappt. Ihr werdet gleich sehen, was es für ein Gegner ist. Er ist nicht nett. Und vor allen Dingen nicht leicht. Das Leben fülle ich mir jetzt einfach mal auf. Und jetzt werdet ihr sehen. Das ist unser Gegner. Und...
Er ist absolut nicht einfach, denn wenn wir getroffen werden, kriegen wir mehr als die Hälfte des Lebens abgezogen. Das werde ich nach jedem Schlag abspeichern oder nach jedem zweiten Schlag. Oh mein Gott. Also, ihr seht, es ist kein leichter Gegner. Naja, von dem kriegen wir nicht ganz so viel abgezogen, als wenn er uns mit dem Schwert trifft. Gute Gelegenheit, um abzuspeichern, fällt mir da auf. Oh Gott, seht ihr, wie viel Leben wir da abgezogen bekommen? Abspeichern. Später hat man dann Waffen, mit denen man die einigermaßen gut erlegen kann. Und ich kann gerade nicht wirklich nachgucken, wie stark die Waffe ist, die ich gerade habe, und wie stark die andere Waffe ist, die ich habe. Die ist 20. Die ist 25. Dann nehme ich doch lieber mal die hier. Oh mein Gott! Der kann durch Pfeiler schießen. Er kann durch Säulen schießen. Alter, er cheatet. You are cheating. Aua. Cheaten gehört bestraft. Ha, ich hab's geschafft. Sah für euch jetzt bestimmt nicht allzu schwer aus. War es aber. Ich habe halt nur schon ein bisschen Übung, was das angeht. Später kommen davon richtig, richtig viele. Kann man da drauf drücken? Nö. Schade. So. Jetzt dürfte der besagte Moment kommen, auf den ich schon warte. Warum ich geahnt habe in einem der vorherigen Parts. Aber noch sieht man ihn nicht. Dann kommt er gleich, wenn ich wieder unten bin. Also laufen wir und speichern einfach mal ab, damit ich mir das angewöhne. Denn speichern ist ja irgendwie zu schwer für mich. Viel zu schwer für mich. Mal gucken, ob ich die Leiter runterklettern kann, ohne runterzufallen. Sieht so aus. Oh mein Gott, da wackelt ein Arm. Da liegt ein Arm. Ein abgetrennter Arm. Jo, und da liegt auch irgendwas. Keine Ahnung, was das ist. Die Dinger fliegen echt lustig, wenn man dagegen tritt. So, Hyperphysik. So, jetzt seht ihr. Das sieht doch mal nach einem netten Gegner aus, findet ihr nicht? Selbst davon kommen später noch viel schlimmere. Und wir bringen uns jetzt in Sicherheit, denn sonst sind wir gleich Futter dafür. Wieso liegt da ein Schwert? Wahrscheinlich genau deswegen. Egal. Ich habe jetzt eh relativ gute Waffen. Und da brauche ich nicht so ein Minischwert. Obwohl die Waffen auch irgendwann mal kaputt sind. Aber ich hoffe, das dauert noch ein bisschen. Hey, geh doch hoch. Und ich habe total vergessen, was wir jetzt machen müssen. Ah, ich weiß es wieder. Genau, wir gehen jetzt nämlich zu diesem Versteckten, von dem ich schon mal geredet habe. Falls ihr euch erinnert. Hier ein Schild. Ein sehr vielsagendes Schild mit einem Pfeil. Und ich probiere jetzt mal diesen Eiskristall aus, weil ich schon vergessen habe, was der macht. Du hast keinen Platz mehr. Ich gebe dir gleich Platz, du doofe Schnalle. Das war einfach. Entschuldigung. So, oh mein Gott. Oh mein Gott, wie mache ich das? Ich weiß, wie ich das mache, aber dafür speichere ich ab. Na los, nimm ihn schon. Geht doch. So. Denn hier ist meines Erachtens auch ein Drache. Und ohne Arok sind wir, ja, seht ihr?
Ohne Aruk sind wir hier aufgeschmissen. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt der richtige Weg ist, aber ich bin schon immer so gelaufen. Deswegen mache ich das jetzt auch einfach mal weiter so, denn es ist ja der Weg, wo ich auf jeden Fall auch lang muss. Und ich beeile mich jetzt einfach, damit ich nicht entdeckt werde von dem Drachen und den Warthogs, die hier rumlauern. So. Rennen, Win, rennen. Rennen. Gib dir Mühe. Mach schneller. Denn hier sind auch noch welche und wehe du. Du bist jetzt wieder sichtbar. Was soll das? Ja, leck mich doch. Das war ja klar. Irgendwie habe ich... Nö, wieso klappt das nicht? Ach so, ich muss das schneller machen. Ja, Lady beim Rumexperimentieren und wie sie dabei drauf geht. Ich glaube, das Let's Play sollte auch eher so heißen. Oh! Arok! Nee, du kannst nicht kommen, ne? Arok, ich brauch dich. Nope, das war mir klar. Ups. Eigene Dummheit. Gut, Arok, dann... Jetzt fällt mir auch auf, was ich all die Zeit lang falsch gemacht habe, glaube ich. Also, glaube ich. Ach, ich habe keine Ahnung. Nicht verstecken. So, und ihr kriegt zur Strafe, weil ihr so dumm seid, noch schönes Feuer obendrauf. Ihr werdet jetzt geröstet. So, und jetzt wird geheilt und gespeichert. Mit nette kleine Drachen. Und jetzt wird geladen.